In den sogenannten neuen Bundesländern ist ja am 31.10.2016 gesetzlicher Feiertag. Also in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern. Heute ist im Übrigen der 29.10.2016. Tja, da komme ich zum Thema, was mich schon als Kind extrem abgenervt hat. Immer vor und nach Feiertagen gehen die Deutschen, also ein Großteil davon, so krank einkaufen, als ob alle Geschäfte eine Woche geschlossen hätten. Das ist eine absolute Unsitte, die ich mir auch heute noch geben muss, weil eigentlich vermeide ich es, einen Tag vorher oder nachher, nach Einkaufstagen bzw. nach Feiertagen und vor Feiertagen einkaufen gehen zu müssen. Aber ich werde mir das heute noch geben, zwischen 19 und 20 Uhr wahrscheinlich. Gehe ich nochmal einkaufen und da werde ich das sehen. Das ist eine Unsitte, also warum? Ich meine, das kann man doch alles auch in der Woche machen oder, na gut, es gibt ja manchmal Wochen, wo zum Beispiel der Mittwoch oder Donnerstag ein Feiertag ist. Da gehen die, nehmen wir mal an, der Feiertag ist am Donnerstag. Da gehen die Leute eigentlich vielleicht noch Dienstag normal einkaufen, aber Mittwoch richtig krank. Also da sind halt viel mehr Leute in den Supermärkten als sonst. Und einen Tag nach dem Feiertag, nämlich am Freitag, ebenso krass. Ganz schlimm ist es zum Beispiel, wenn die Weihnachtsfeiertage, also 25. und 26. Dezember, wenn die auf den Montag und auf den Dienstag fallen. Was denkt ihr, was da am Samstag los ist? Weil Sonntag hat ja nichts auf, also kein Supermarkt. Das wisst ihr ja selber, ich finde das absolut krank. Und dann, wenn am Mittwoch wieder das erste Mal seit Samstag die Supermärkte geöffnet haben, ja dann genauso. Ohne Scheiß. Ich meine, ich kaufe eben auf Vorrat. Ja? Also ich gehe nicht in den Supermarkt wegen zwei Cola-Flaschen. Ich kaufe mir halt immer zwei Sixpacks mindestens oder mehr. Und der Rest auch. Also ich kaufe nicht nur Essen ein für ein, zwei Tage, sondern für eine Woche. Oder man muss ja auch frisch bleiben und sein, ja, ist klar. Aber halt nicht nur für ein, zwei Tage. Das ist, ich weiß nicht, ich finde das so krank. Ja, man muss es zwar hinnehmen, aber ich finde das abartig krank. Die Leute, warum? Ich meine, haben die Angst, was zu verpassen? Warum denn immer nur warum immer die Tage vor und nach den Feiertagen? Warum? Die Leute können doch sonst nochmal einkaufen gehen. Ich finde das absolut krank.